Einen recht schönen guten Sonntagmorgen wünscht euch der Bauerhausi. Sonntag, der 22. August, mit der Numa auf dem Feld. Ja, die ist gestern ein bisschen zu kurz gekommen, Gästebewirtung. Und da war sie in ihrem Garten eingesperrt. Und nicht der normale Rhythmus. Darum gehen wir jetzt spazieren wieder. Ja, war anstrengend, ganzer Tag arbeiten, Zwischenfruchtzähne. Ich habe bei Bocholter Landschwein gesehen oder gehört oder geschaut. Man sagt in Deutschland Zwischenfrucht und vielleicht sagt man das in der Schweiz zwischendurch auch mal. Wir sagen meistens Gründüngung, Saat. Jawohl, Sonntag, es hat 5 mm geregnet diese Nacht, war gar nicht so schlecht für meine Gründüngung, Zwischenfrucht, die ich gestern gesät habe. Und Kartoffelfurchen sind obendurch jetzt auch ein bisschen angefeuchtet. Mehr Regen brauchen wir aber dann nicht. Angefeuchtet, um Montag zu roden. Jetzt kurzer Spaziergang, dann Kaffeebar. Und dann werden wir irgendwo noch Gipfeli kaufen und zu Hause nachher essen. Jawohl. Also, man sieht sich, vielleicht gibt es noch was heute Sonntag zu filmen. Übrigens 0900. Bis ein bisschen später dran. Ja, und vor 27 Minuten hat mich jeweilhaft gefragt, was meine was meine Kürbis so machen. Ich zeige euch die aus der Ferne. Das sind die zwei Felder aus der Ferne gesehen. Auf Kürbissuche. Ja, die Kürbis, die da sind, sind mehrheitlich reif. Eigentlich könnten wir mit der Ernte beginnen, wenn wir Zeit hätten. Ihr auch. Und drüben hat es schon viele Halloween. Da ist auch Halloween. Und die Numa ist natürlich auch dabei. Ja. Oh, yeah. Yeah. Gut. Ja. Unsere Numa. Ja. Und unsere Stefanie.